Wenn im Garten alles wächst und blüht, freut man sich. Allerdings sind mit den warmen Temperaturen auch meistens die Schädlinge unterwegs. Wie man einige von ihnen bekämpfen kann, haben wir bei einer Expertin erfragt. Ein Schädling, der uns das ganze Jahr begleitet, ist die Blattlaus. Es gibt verschiedene Arten oder mehrere Arten von Blattläusen, unter anderem die grüne Pfirsichblattlaus, die schwarze Bohnenlaus. Das wird Ihnen sicherlich schon aufgefallen sein, dass einige grün sind, andere schwarz, aber den gleichen Schaden machen sie alle gemeinsam. Um zu wissen, wie ich die Blattläuse am effektivsten bekämpfen kann, sollte ich über ihre Lebensweise Bescheid wissen. Die Blattlaus überwintert am Zwischenwirt. Deshalb heißt fantastischerweise die grüne Pfirsichblattlaus auch Pfirsichblattlaus, weil sie nämlich als Zwischenwirt den Pfirsich hat. Und die schwarze Bohnenlaus überwintert unter anderem am falschen Jasmin. Das heißt, das sind die Pflanzen, die ich im Frühjahr mit Vegetationsbeginn mal als erstes kontrollieren sollte, sind denn Blattläuse da? Typischer Schaden von Blattläusen sind ja die Saugschäden, sprich Deformationen der Blätter. Sie kräuseln sich und wenn ich dann blattunterseits schaue, sehe ich unsere kleinen Lieblinge dort arbeiten oder saugen. Somit wäre die erste Möglichkeit, dass ich die Blattläuse dort auf dem Zwischenwirt bekämpfe, bevor sie auf die Wirtspflanzen übersiedeln. Die aus dem Ei geschlüpfte Blattlaus am Pfirsich macht ungefähr 3 Generationen erstmal am Pfirsich. Und wenn es dann etwas wärmer wird im Mai, entstehen geflügelte Objekte, die dann an die Hauptwirte oder an die sogenannten Sommerwirte übersiedeln. Am ersten sieht man es am Dill, Kohl, andere Bäume, die besiedelt werden. Das Phänomen an den Blattläusen ist, sie vermehren sich dann im Laufe der Vegetation nicht über die Ei, Larve, Puppe und dann wieder geflügeltes Objekt, sondern sie sind in der Lage, Leben zu gebären, die sogenannte Jungfernzeugung, und können bei warmen Temperaturen innerhalb von 8 bis 14 Tagen können sie eine neue Generation entstanden sein, sodass es zu einer explosionsartigen Massenvermehrung kommen kann, dass die Marienkäfer es gar nicht schaffen, die vorhandenen Blattläuse zu bekämpfen. Ebenfalls bei der Vertilgung der Blattläuse helfen Raubwespen und der nicht so gerne gesehene Ohrkneifer. Also auch er hat seinen Nutzen bei uns im Garten im Rahmen der Blattlausbekämpfung. Was Ihnen sicherlich schon aufgefallen ist, dass Bäume von Ameisen belaufen werden. Und wenn Sie dann mal genauer hinschauen, finden Sie an Pflanzen, die von Ameisen belaufen werden, Blattläuse. Das hat den Hintergrund, dass die Blattläuse eine zuckerhaltige Lösung ausscheiden und diese zuckerhaltige Lösung, an der bedienen sich oder von der ernähren sich die Ameisen. Das wäre noch mal ganz interessant zu wissen. Die beste Bekämpfung von Schädlingen der Blattläuse ist natürlich, dass sie gar nicht erst an die Pflanze rankommen. Das heißt, ich muss dafür sorgen, über eine ausgewogene Düngung, dass ich gesunde, widerstandsfähige Pflanzen habe, die von den Blattläusen gemieden werden. Denn wenn Sie mal genau darauf achten, sind Ihre kranken, etwas mickrigen Pflanzen immer die, die zuerst mit Blattläusen befallen sind. Dann haben wir die altbewährten Hausmittel wie Brennnesselbrühe diese Maßnahme ist in meinen Augen ein Vertreiben. Sie werden sicherlich wiederkommen. Und wenn der Befall dann nachher so stark ist, dass nichts mehr hilft, müssen wir dann doch zum chemischen Pflanzenschutzmittel greifen. Sprich zu einem Insektizid, welches Sie im Baumarkt käuflich erwerben können. Ich bitte Sie darauf zu achten, dass Sie sich ein teilsystemisches bzw. systemisches Insektizid geben lassen. Denn die Blattläuse leben ja blattunterseits und das Mittel muss in den Saftstrom der Pflanze kommen, damit das Pflanzenschutzmittel von den Blattläusen aufgenommen werden kann. Weiterhin bitte ich Sie zu beachten die Bienengefährlichkeit des Produktes. Es gibt bienenungefährliche, sprich B4-Produkte, aber es gibt auch bienengefährliche Produkte, die B1-Produkte, welche gerade bei Rosen, die ja doch sehr gerne und sehr häufig von Blattläusen befallen werden, nicht so gut ist, denn jede Pflanze, die blüht, wird von Bienen und anderen Schwebinsekten beflogen und werden dabei vernichtet. Eine weitere Gruppe der Schadinsekten sind die Fliegen.
Zwiebelfliege, Möhrenfliege, aber auch die kleine Kohlfliege ist nicht zu unterschätzen. Im Gegensatz zu den Blattläusen überwintert die Fliege als Puppe. Im Frühjahr schlüpft das erwachsene Insekt und die Weibchen beginnen mit der Eiablage an Erdritzen, an Erdkrumen, aber immer in der Nähe von den entsprechenden Wirtspflanzen, sprich in der Nähe von Mohrrüben oder Zwiebeln bzw. Kohl. Es kommt zum Larvenschlupf und die Larve, es sind Fliegen, die Larve heißt Made und die Besonderheit an den Maden ist, sie haben keine Beine. Somit versucht die Made auf schnellstem Wege in ihre Wirtspflanze zu kommen. Fängt erst draußen an zu fressen und frisst dann im Inneren der Pflanzen weiter. Sie sehen vereinzelt Pflanzen, Möhrenpflanzen welken, aber auch Zwiebelpflanzen, die mit Verdrehung reagieren oder auch Kohlpflanzen, die absterben. Das hängt mit der Besonderheit dieser Fliegen zusammen, dass sie eben im Inneren der Pflanze leben und dort ihren Schaden machen. Es kommt im Gegensatz zu den Blattläusen zu circa 2 Generationen, sicherlich in extrem warm und lang auch zu 3 Generationen. Das heißt, die erste Generation der Möhrenfliege befällt ihre auflaufenden Möhren und die zweite Generation, die demnächst auftreten wird, schädigt dann in den großen Möhren. Das sehen Sie dann in Form von Fraßgängen an den Möhren. Wie bereits erwähnt, lebt ja die Made im Inneren der Pflanzen. Das heißt, ich muss vorbeugend etwas tun, indem ich generell keinen frischen Kompost zu Möhren, Zwiebeln oder auch Kohl gebe, weil das Übermaß an organischer Substanz lockt die Fliegen an und sie empfinden den Kompost als sehr geeignetes Nährboden für ihre Eier, weil sie der Meinung sind, dort können sie Larven gut überleben. Wie auch im Gartenbau praktiziert, werden die aufgelaufenen Pflanzen mit Fliegenschutznetzen abgedeckt, sodass die Fliege gar nicht erst die Chance hat, zum Boden zu kommen und neben der Pflanze ihr Ei abzulegen. Und als letztes bleibt dann eben nur der chemische Pflanzenschutz. Hier ist ganz, ganz wichtig, dass ich ein systemisches Insektizid nehme. Wenn auch verpönt, aber doch immer noch bei dieser Sache aktuell das allen bekannte B58, weil der Wirkstoff wird in der Pflanze transportiert und somit kann der Wirkstoff auch zur Made kommen und diese Made abtöten.